dachte, das hier ist die einzige Lösung. Irgendwas werde ich schon finden. Komm nicht in Frage. Bis das mit deinen Eltern geklärt ist, bleibst du hier. Und wenn ich weiß, ob Clarissa sich wirklich abgesetzt hat, brauche ich mich auch mit Christoph nicht mehr zu streiten. Ich dachte, er ist schon halb versöhnt, weil Marc mitkommt. Ja, im Prinzip habe ich nichts dagegen. Ich mag es nur nicht, wenn mein Vater mich bevormundet. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Du hast keinen Bock auf mein Essen. Nein, das ist es nicht. Was dann? Vielleicht ist es besser, wenn wir uns trennen. Wenn es ein Scherz sein soll, dann ist er nicht besonders witzig. Nein, es ist mein Ernst. Es ist aus zwischen uns. Sag mal, spinnst du? Was soll das? Es geht einfach nicht mehr. Sag mir doch einen vernünftigen Grund, warum du nicht mehr mit mir zusammen sein willst. Herrgott, nochmal, du hast doch selbst gemerkt, dass es in letzter Zeit nicht mehr läuft zwischen uns. Aber seit wann denn? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Was willst du jetzt hören? Ein genaues Datum oder was? Nein, ich möchte nur eine vernünftige Erklärung und nicht so ein Gelabere. Okay, du hattest in letzter Zeit viel Stress. Wir haben uns selten gesehen. Dann auch noch das jetzt mit Heino, aber... Darum geht es doch gar nicht. So eine andere ist es das? Nein, verdammt nochmal. Sprich mit mir. Ich habe das Recht zu erfahren, warum du mich so abservierst. Wir haben uns einfach nichts mehr zu sagen. Dafür hast du es aber ziemlich lange mit mir ausgehalten. Hi. Was ist denn hier los? Der hat mit mir Schluss gemacht. Was? Scheiße. Wo soll die hin? Am besten auf den Kamin. Warte, ich helfe dir. Hier. Oh, es sieht ja schon richtig weihnachtlich aus. Ich finde, es ist die schönste Zeit im Jahr. Ja, aber auch die stressigste. Zumindest, wenn man sich um alles allein kümmern muss. Henning kommt sicher bald wieder. Trotzdem, ich halte es nicht für gut. Für die Kundschaft, wenn der Geschäftsführer fehlt. Was hältst du davon, wenn Isabelle und ich uns um die Weihnachtspost kümmern? Danke. Ich nehme euer Angebot gerne an. Von mir aus kann es gleich losgehen. Ach, es ist typisch, Henning. Da setzt er sich was in den Kopf und dann zieht er das durch. Das ist ungerecht, Christoph. Wenn Henning Clarissa tatsächlich aufspürt, dann hilft uns das allen weiter. Ja, wenn. Aber ich glaube nicht daran. Solltest du aber. Ich komme dann zu dir, wenn wir hier fertig sind, ja? Gut, ich bin drüben in der Bibliothek. Weihnachtsstimmung. Ich rede gleich noch mal mit ihm. Ja. Danke. Kann Uli das nur machen? Ich weiß auch nicht, was in ihn gefahren ist. Kommt rein, sagt mir, dass es aus ist und geht wieder. Das gibt's doch gar nicht. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich verstehe nicht, warum. Wieso macht Uli so plötzlich mit mir Schluss? Es ist doch so gut gelaufen. Aber ihr hattet auch Stress in den letzten Wochen. Als Uli zum Beispiel hier auf dem Sofa übernachtet hat. Ja, aber das war, weil er so überarbeitet war und mit dem Unfall von Heino nicht klargekommen ist. Vielleicht hat ihn das mehr mitgenommen, als wir alle gedacht haben. Aber es ist doch noch lange kein Grund, eine Beziehung einfach so zu beenden. Ich liebe Uli doch. Ich dachte, er liebt mich auch. Hey, nicht verzweifeln. Wahrscheinlich tut es ihm heute Abend schon wieder leid. Das glaube ich nicht. Er war so entschlossen. Aber ohne triftigen Grund zieht Uli doch so eine Nummer nicht durch. Sag ich doch.
Hör zu, ich rede mal mit ihm. Vielleicht kriege ich was raus. Ja? Dir wird er auch nicht mehr sagen als mir. Abwarten, ich bin sein Bruder. Ach, verdammt. Guck mal. Das ist die Pute, die ich für Uli gemacht habe. Ich glaube nicht, dass die noch zu retten ist. Na super. Fröhliche Weihnachten. Champagnerkisten für Lord Chester? Von Brauchheim? So, da bin ich. Schon fertig? Mhm. Danke. Die brauchst du jetzt nur mal zu unterschreiben. Ich danke dir. Gern geschehen. Ich freue mich, wenn ich etwas zu unserem Familienfrieden beisteuern kann. Es tut mir leid, dass ich vorhin so über Henning gesprochen habe. Henning und du. Ihr zwei seid zwar völlig verschieden, aber in einem Punkt auch sehr ähnlich. So? Mhm. Henning will seinen Willen durchsetzen und du auch. Henning kann entsetzlich stur sein. Ich glaube, dass er mit seiner Einschätzung gar nicht mal so falsch liegt. Ihr habt alle Clarissa nicht gesehen bei ihrer Abreise. Sie war fertig. Am Ende. Dein Sohn hält das für eine raffinierte Show. Ich bin wahrhaftig kein Freund von Clarissa, aber mit seiner Sturheit kommt er auch nicht weiter. Ach, er wollte doch nur, dass dieser jahrelange Zwist endlich aufhört. Es geht ihm doch gar nicht mehr um Clarissa. Sondern? Er will Recht haben. Hi. Hi. Oh, hi. Hallo. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Ja, kein Problem. Also bis dann und noch viel Spaß beim Einkaufen. Was ist denn jetzt schon wieder? Viel Spaß beim Einkaufen. Warum hast du sie überhaupt mitgenommen? Natascha muss noch ein paar Sachen bei ihren Eltern abholen. Deswegen. Jetzt komm mal wieder runter. Ich sag ja gar nichts. Musst du noch viele Weihnachtsgeschenke kaufen? Es geht. Arne hat mich gebeten, Christbaumschmuck zu besorgen. Ich glaube, er will an die Weihnachten mit Erika nicht erinnert werden. Ja. Ist auch ein ziemlich kompliziertes Fest. Mhm. Alle machen Schweren auf Familie. Och, jetzt sei doch nicht traurig. Du feierst doch bei uns. Das wird bestimmt super schön. Ja, ich freue mich auch. Nur Natascha weiß noch nicht, wo sie hin soll. Wieso? Feiert sie nicht bei ihren Eltern? Das ist alles noch nicht so klar. Du weißt doch, ihre Eltern sind ziemlich schräg drauf und haben sie rausgeworfen. Und ob sie jetzt Weihnachten einlenken werden? Warum kaufst du ihr nicht einfach ein kleines Geschenk? Naja, falls sie Weihnachten wirklich alleine sein sollte, dann hat sie wenigstens was zum Auspacken. Ja, ist eine gute Idee. Und was krieg ich? Du kriegst einen Kuss. Okay, wenn du nicht willst. Na klar will ich, aber einen richtigen. Natürlich. Und danach gehen wir Schlittschuh fahren. Alles, was du willst. Gut. Warum hast du denn gleich mit Millie Schluss gemacht? Hast du mir nicht dazu geraten? Ich habe dir lediglich gesagt, dass du mit Millie reden sollst, damit sie weiß, was in dir vorgeht. Mehr nicht. Falls du glaubst, dass ich mit Millie wegen Tom Schluss gemacht habe, dann täuschst du dich. Und was bitte hast du Millie erzählt? Ja, so wie es ist. Wir haben uns auseinandergelebt. Das klingt aber schwer nach einer Ausrede. Ja, aber wenn es doch so ist. Komisch ist nur der Zusammenhang zwischen Toms Auftauchen und deiner Unzufriedenheit mit eurer Beziehung. Millie und ich, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Du machst dir da was vor, Uli. Natürlich hat deine Trennung von Millie was mit Tom zu tun. Woher willst du das wissen? Kannst du in mich reingucken oder was? Ich sehe doch, wie du momentan drauf bist, seit Tom bei euch eingezogen ist. Sei offen zu Millie und rede mit ihr. Wie soll ich denn offen zu ihr sein, wenn ich selbst nicht weiß, was mit mir los ist? Dann versuch dir, darüber klar zu werden. Aber lüg Millie nicht an. Das hat sie nicht verdient. Henning wollte dich nicht übergehen. Das habe ich auch nie behauptet. Aber du ärgerst dich über seine Alleingänge. Früher haben wir alles gemeinsam besprochen. Jetzt macht er, was er will. Einerseits machst du Henning zum Geschäftsführer deines größten Unternehmens. Andererseits lässt du ihm keine eigenen Entscheidungen. Ich freue mich aufrichtig über Hennings Erfolge. Aber warum macht er das alles allein? Es war bitter nötig, dass Clarissa endlich mal in ihre Schranken verwiesen wurde. Meinst du, ich bin dazu nicht in der Lage? Mein Eindruck ist, du warst immer zu befangen durch Barbara. Sie hat dich irgendwie zurückgehalten. Ja, das ist sie nun.
Lange her. Offenbar nicht lange genug. Ja, bitte. Ah, hier seid ihr. Hallo. Charlie. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Gut siehst du aus. Ja, ich war ein bisschen shoppen in Florida. Setz dich doch. Möchtest du was trinken? Ein Cognac, Sherry? Ja, ein Sherry gerne. Ihr entschuldigt mich bitte. Wir haben sicher später noch Zeit zum Reden. Ja. Und? Es ist sicherlich einiges passiert, seit ich weggefahren bin. Was ist denn mit dir los? War es so schlimm bei deinen Eltern? Sie haben mich nicht mal ins Haus gelassen. Das gibt's doch gar nicht. Sie kommen einfach immer noch nicht mit meiner Schwangerschaft klar. Und was ist mit Weihnachten? Vergiss es. Eigentlich hätte ich es mir ja denken können. Ich wusste ja, wie sie drauf sind. Und jetzt? Keine Ahnung. Ist mir auch alles egal. Gibt es denn niemanden, bei dem du Heiligabend verbringen kannst? Vielleicht. Meine große Schwester. Und da hast du noch nie was erzählt. Unser Verhältnis ist auch nicht so besonders. Aber sie hat selbst drei Kinder. Vielleicht kann sie mich ja verstehen. Dann ist doch alles geregelt. Du packst deine Klamotten und fährst über die Feiertage zu ihr. Du, so einfach ist das nicht. Meine Schwester wohnt 70 Kilometer weit weg auf dem Land. Da gibt's nicht mal einen Bahnhof. Dann holt sie dich eben irgendwo ab. Na, das ist ein ziemlicher Aufwand mit den Kleinen. Außerdem weiß ich ja nicht mal, ob sie Weihnachten mit ihrer Familie überhaupt zu Hause verbringt. Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Du rufst deine Schwester gleich mal an und fragst sie. Und wenn sie ja sagt, bring ich dich hin. Das würdest du echt machen? Naja, bevor du an Weihnachten hier alleine rumsitzt. Danke. Glaub mir, Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste in einer Beziehung. Denk doch an die Geschichte zwischen Arno, Erika und mir. Man kann jemandem mit der Wahrheit auch verdammt wehtun. Eine Lüge ist immer ein knallharter Vertrauensbruch. Ich belüge Milly nicht. Ich kann wirklich nicht mehr mit ihr zusammen sein. Dann sag ihr, dass du dich wegen Tom getrennt hast. Und schieb nicht irgendwelche fadenscheinigen Erklärungen vor. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Tatsache ist, dass mit Milly Schluss ist, richtig? Ja. Oh, du machst mich noch ganz verrückt mit deinen Ausflüchten. Was ist los? Du hast dich von Milly getrennt? Wie kommst du denn hierher? Ja, durch die Tür. Hätte ich gar nicht kommen sehen. Glücklicherweise. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, dass du mich verlassen hast. Wieso machst du sowas? Ich meine, ihr wart doch glücklich zusammen. Das sagst du mir? Ich habe dir jedenfalls nicht geraten, dass du sie verlassen sollst. Ihr nervt mich alle. Wieso hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Uli ist momentan ziemlich durcheinander. Mann, bis ich die Schlittschuhe in deinem Chaos gefunden habe. Sag mal, kommt die etwa mit? Ich bringe Natascha nur eben zu ihrer Schwester, okay? Oh, entschuldige. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt als Chauffeur arbeitest. Ihre Schwester wohnt auf dem Land in irgendeinem Kaff. Und Natascha will bei ihr Weihnachten verbringen. Und warum fährt sie nicht mit dem Zug? Weil es mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine halbe Weltreise ist. Und mit dem Auto geht's viel schneller. Tja, da kommt sie wenigstens mal vor die Tür. Jetzt komm mal wieder runter und steig ein. Das dauert nicht lange. Und was ist mit unserer Verabredung? Wir wollten doch eigentlich Schlittschuhlaufen gehen. Hast du das vergessen? Wie könnte ich? Ich habe mich doch genauso drauf gefreut wie du. Wenn wir zurück sind, dann gehen wir sofort aufs Eis, okay? Und einzig aus diesem Grund ist Henning in die Schweiz gefahren. Ja, ich weiß. Clarissa hat dort einen Großteil ihres Geldes. Trotzdem, ist doch absurd. Du glaubst wirklich an einen Selbstmord? Ich weiß es nicht. Aber doch nicht Clarissa. Christoph, bitte. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Es mag ja sein, dass es ihr nicht gut ging. Aber deswegen würde Clarissa sich nicht das Leben nehmen. Das halte ich für ausgeschlossen. Ja, und das Auto da auf der Rheinbrücke und all das? Ach, ein Trick, nichts weiter. Sie will dir ein schlechtes Gewissen machen.
Und allem Anschein nach ist dir das auch gelungen. Nein. Ach was, ich will doch nur Klarheit. Larissa wird schneller wieder von den Toten auferstehen, als uns allen lieb ist. Du hältst Hennings Suche also für angebracht? Absolut. Das ist das Beste, was er tun kann. Und ich finde, du solltest ihn mit allen Mitteln unterstützen. So, jetzt müsste es wieder klappen. Können wir endlich weiterfahren? Alles in Ordnung mit dir? Mir ist nur ein bisschen übel. Das vergeht schon wieder. Vielleicht ist es besser, wenn du dich nach vorne setzt. Nicht nötig, das geht schon wieder. Das hat doch keinen Sinn so. Jetzt tauscht schon die Plätze. Hm? Ob mir schlecht ist oder nicht, interessiert hier eh keinen. Kannst du ihm eben helfen? Gerne. Jetzt schon wieder? Gabriella, ich bin kein Mechaniker. Natürlich geht es mit dem Auto viel schneller. Super. Auf Wiedersehen. Das war's dann wohl. Hi, Milli. Tag. Hier ist irgendwie angebrannt. Das Essen war eigentlich für Uli, aber er hat es vorgezogen, vorher mit mir Schluss zu machen. Was? Und wieso? Er meinte, wir hätten uns irgendwie auseinandergelebt. Das ist alles? In letzter Zeit war er irgendwie distanziert. Und ich habe gedacht, das liegt an Heinos Unfall. Das war schon heftig für Uli. Hat er dir gegenüber nie was gesagt? Ich meine, ihr seid doch befreundet. Schon. Uli redet nicht über seine Gefühle. Jedenfalls nicht mit mir. Dann verstehe ich sein Verhalten erst recht nicht. Dir hätte er doch bestimmt was gesagt. So eine Scheiße, ausgerechnet an Weihnachten. Ich rede mit ihm. Das will Nick auch schon. Vielleicht spricht er ja eher mit mir. Versuch's nochmal. Wieder nichts. Es scheint an der Zündung zu liegen. Vielleicht ist der Verteiler im Eimer. Und was heißt das? Ich muss bei einer Werkstatt anrufen. Super. Das ist doch kein Akt. Wo hast du dein Handy? Nicht dabei. Bist du ganz sicher? Ja, wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja nachgucken. Okay, dann muss ich ins letzte Dorf zurück. Daniel, das ist mindestens 5 Kilometer entfernt. Vielleicht können wir ja ein Auto anhalten. Ja, super Idee, weil in dieser Einöde auch so viele vorbeikommen. Bevor wir hier noch lange rumdiskutieren, laufe ich lieber schon mal los. Dann komm ich mit. Quatsch, was ist mit Natascha? Kann hier unmöglich alleine bleiben. Das ist kein Problem. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Okay, dann gehe ich. Unsinn, ich mach das. Und ihr beiden bleibt hier im Auto und wartet auf mich. Daniel, das dauert ewig, bis du wieder zurück bist. Ich bin schneller wieder da, als du denkst. Du hast wohl vergessen, was ich studiere, hä? Hi, falls du gekommen bist, um mir eine Moralpredigt zu halten, kannst du gleich wieder gehen. Angriff ist die beste Verteidigung, was? Du weißt überhaupt nicht, was zwischen Milli und mir vorgefallen ist. Milli aber offenbar auch nicht. Das ist nicht mein Problem, dass sie ein paar Dinge nicht kapiert. Was denn zum Beispiel? Dass wir uns nicht mehr viel zu sagen haben. Sie ist dir also fremd geworden, oder was? So ungefähr. Was jetzt? Ja oder nein? Ja. Vielleicht hättest du ihr das ein bisschen früher sagen müssen. Das kann sein. Wir hatten verdammt viel um die Ohren. Der Zug ist einfach abgefahren. Ich verstehe das nicht. Ihr wart so lange zusammen, da macht man nicht einfach Schluss. Ich habe keinen Bock mehr. Und vorbei ist vorbei. Früher warst du nicht so, Uli. Die Zeiten ändern sich eben. Ich finde nicht, dass ihr euch besonders verändert habt. Das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Du warst monatelang nicht da. Du hast nichts von unserem Leben mitbekommen. Also bitte, mach mir keine Vorwürfe. Milli, tut mir leid. Mir geht es total dreckig. Ich habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht.
So, und jetzt muss ich hier weitermachen. Klar. Vielleicht solltest du doch noch mal drüber nachdenken. Hoffentlich findet Henning Clarissa schnell, sonst sehe ich für Heiligabend schwarz. Sollen Henning und Christoph doch allein feiern, wenn sie schlechte Laune verbreiten? Ich lasse mir das Fest jedenfalls nicht verderben. Keine Bange. Ich habe nicht die Absicht, am Heiligabend mit Henning zu streiten. Darf ich? Oh, natürlich. Danke. Bitte? Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich meine Gedanken immer wieder an Clarissa verschwende. So ein Blödsinn. Hat Charlie dir ins Gewissen geredet? Nicht direkt. Aber sie denkt über Clarissa genauso wie Henning. Charlie kennt Clarissa eben. Schließlich waren die beiden mal eng befreundet. Und ich müsste sie genauso kennen. Die hat sich nicht umgebracht. Also hast du dich umstimmen lassen? Ich möchte, dass Henning und ich wieder friedlich miteinander auskommen. Ich bin sicher, dass Henning das genauso sieht. Dann ist Weihnachten ja gerettet. Gott, wo bleibt Daniel denn? Das dauert ja ewig. Der kommt bestimmt gleich. Oh, vielleicht brauchst du einfach nur ein bisschen Bewegung und frische Luft. Ja, das kann sein. Komm, wir gehen ein paar Schritte. So schlimm? Mhm. Oh. Oh, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Geht's? Mhm. Okay, komm. Natascha, mach mal bitte keinen Scheiß. Ich weiß auch nicht. Das wird immer schlimmer. Ja, wo denn genau? Mein Bauch. Es tut so weh. Hey, Santa. Es ist ruhig. Hi. Sonst keiner da? Nur meine Wenigkeit. War eine anstrengende Schicht heute. Klar, so eine Trennung steckt man nicht einfach so weg. Bitte. Mich haben mal schon genug Leute zugetextet. Das kann ja sein. Trotzdem würde mich interessieren, warum genau du dich von Millie getrennt hast. Ich gebe den Handzettel raus, dann habe ich endlich meine Ruhe. Uli, du lebst nur nicht allein auf dieser Welt. Und du lebst nicht allein in dieser WG. Das ist ein großer Fehler. Ständig redet hier jemand rein und glaubt, er weiß es besser. Sei doch froh, dass die Leute sich für dich interessieren. Also? Warum? Das habe ich doch schon erzählt. Ja, aber nicht mir. Du und Millie, ihr wart doch glücklich zusammen. Ich war sogar eifersüchtig. Ja, das habe ich gemerkt. Bis du mich geküsst hast. Das war ein Ausrutscher. Warum regst du dich dann so auf? Weil du mir wahrscheinlich gleich einreden willst, dass ich deshalb mit Millie Schluss gemacht habe. Ist es nicht so? Nein! Uli, jetzt mach dir doch nichts vor. Du empfindest doch auch viel für mich. Du liebst mich.